Hallo Leute, ja, wir haben letztes Mal diese drei Bergwerke hier angeschlossen mit der Linie, haben davon hier eins, welches super auf dem Bahnhof ablegt, und die anderen beiden, die sind so ein bisschen mau. Da müssen wir noch mal gucken, woran das liegt. Vielleicht können wir das ja herausfinden, oder vielleicht lag es auch nur daran, dass der Zug da als erstes losgefahren ist, was mitgenommen hat, und die erst später. Ich weiß es nicht. Schaut's Logo und dann gehen wir auf den Großbildschirm. So, oder haben wir irgendwie. Ne, warte mal, das ist hier falsch. Hier würde ich reingehen. Oder haben wir hier was falsch mit Abnehmer? Ne, das ist schon das Richtige hier. Da wollen wir hinliefern, ne? Oder da liefern wir hin. Da steht aber auch Transport 100%. Wie sieht es hier aus? Abnehmer. Das ist auch hier. Das ist auch 100%. Das ist alles richtig. Und hier oben, welches sagt der dann? Und guck mal, der ist sogar nur Win 95%. Aber ordentlich da am Laufen, ne? Tja, gute Frage, ne? Wenn ich hier drauf gehe, aber das ist ja jetzt nicht hier irgendwie ein Level oder sowas höher oder so, ne? So, hier sieht man ja, wie es dann ausgeliefert. Ausgeliefert, der wächst gerade, weil das aktuell ist, ne? Das sind die Abnehmer. Wo nehmen wir den Eibenstock? Nimmt auch ab, aber das wäre dann 0%. Ich muss ja irgendwie anders dahin kommen dann, ne? War das jetzt der? Ja, das war der. Und dieser hier, da steht hier ja 325 400, ne? Hier steht auch Transport so wenig. Lass mal wieder Vollgas laufen. Und der Zug fährt hier gerade raus, oder? Können wir den mal jetzt gerade hier anklicken? Hat der jetzt und kommt von wo? Gute Frage, ne? Wahrscheinlich von hier, weil da nicht mehr genug steht. 20. Produziert nicht. Es steht hier Transport 10%. Und hier? Achso, da muss ich hier immer noch 3%. Also hier ist Transport 10%. Der ist jetzt gestiegen. Und hier ist Transport natürlich 62%, ne? Ist da. Er fährt jetzt mit nix. Wohin? Ah, er kommt gerade wieder, okay. Fährt jetzt hier hin. Da liegen jetzt 100. Wenn er jetzt abholt, hier von den 3% gibt es wie viel? So, der hat jetzt alle geladen, ne? Steht aber immer noch 3%. 50. Lok anklicken ist immer schwierig, ne? 104 hat er jetzt geladen. Er fährt auf jeden Fall plus ein. Verschwindet hier am Bahnhof was? Ne, ne, oder? Es wird mehr. Oder verschwindet hier auch wieder was? Ich glaube nicht, da ist ja so ein Ausrufungszeichen sonst dahinter, das ist ja nicht hier gegeben. Hier ist immer noch 3%, ne? Ah, jetzt kommen 15 drauf, okay. Vielleicht hat es doch damit zu tun, dass die Produktion dann hier stärker wird. Vielleicht wird das jetzt auch mehr. 90. Und hier 88 und da 10%, aber da drüben war richtig viel, ne? 310. Weiß keiner jetzt warum, ne? Hier liegen auch schon 500, ne? Kannst du schon mehrmals fahren sozusagen. Ah, da kommt er ja jetzt. Ah, da
da 480, 50 bleiben wieder liegen ungefähr. Ah, 70 bleiben liegen sogar. Jetzt ist aber voll. Da macht er richtig Geld mit. Ach, Minus hat er ja eingefahren, okay. Lohnt sich das doch nicht so? Ist die Frage, wie sieht es denn hier mit Lieferanten aus? Ich glaube, das sind hier die drei Kläster hier, ne? Eins, zwei, drei. Ja, die drei sind das. Hundertdreißig. Ja. Hier kommt nicht so viel an von denen, oder was? Die bringen das dahin. Und dann bringen die das wohin? 53% Abnehmer sind die. Aber wie kommt das dahin? Ah, hier ist ein LKW. Okay. Kohle und Stein, und Eisenerz wird da gefahren. Naja. Die nehmen das wohl mit dahin. Nach Unteralbenstock. Von Unteralbenstock ist automatisch hier der Zug wahrscheinlich. Der Linie 68. Die fährt wohin? Nach da. Ja, das ist da, wo klar ist, dass es dahin fährt. Okay. Hier wächst es wohl gerade. Weil da liefern wir gut an, ne? Aber hier ist es jetzt nicht so gegeben, oder? Transport 67% und hier immer noch 10%. Hier 15. Wo ist der Zug jetzt? Sehen gerade nicht. Ist ein Tunnel oder was? Ah, hier ist er gerade gewesen. Ah, Linie. Er zurückfährt er halt mit nichts, ne? Das ist die nächste Sache. Was könnte er mitnehmen, ist dann die Frage, ne? Schüttgut geht da rein. Hier oben, ne? Da könnte man was hinbringen. Klesen Stahlwerk. Abnehmer. Klesen Stahlwerk. Könnte man auch direkt dahin fahren lassen, ne? Wenn ich das da mache, könnte es über den anderen gleich mit angeliefert werden. Wahrscheinlich könnte der Zug dann auch auf der Rückfahrt was mitnehmen. Wir können das mal testen. Güter, ne? Ja. Okay, Wiesenhorst benötigt jetzt Baumaterial. Und jetzt müssen wir hier noch. Bau das da einfach so hin. Genug. Und jetzt brauchen wir noch einen LKW, der wo wegkommt. Wo gibt es hier ein Depot? Hier ist eine Haltestelle. Fahrzeugdepot. Das ist ein Eisenbahndepot. Das ist Eisenbahn. Wo ist denn kein Eisenbahndepot? Hier hinten? Ah, das sieht nach einem normalen Depot aus, ne? Fahrzeuge kaufen. Schüttgut. Kipper. Nochmal 10 Stück. Kaufen wir. Neue Linie. Die ist von da nach
Da. Gut. Das heißt, hier kommt jetzt volle Ladung hin auch, oder? Ja, fängt schon an. Ist schon was da. Fünf Tonnen sind schon da. Ich glaube, das können wir gleich schon hier konfigurieren. Güter. Schuppen machen wir gleich einer dran. Kollision, Kollision. Ja. Lass erstmal so mit einem Häuschen dabei. Terminals. Ja, wird wohl einiges gelagert werden können. So, jetzt ist die Frage, wenn er jetzt hier durch die Gegend fährt, ob er dann auch mal was mitbringt. Das könnte nämlich passieren jetzt. Ja, Linie hat nicht geklappt. Hat er schon was drin? Nein. So, hier ist jetzt 44% mittlerweile. Okay. Das heißt, der Bahnsteig ist jetzt auch schon reichlich voll. Jetzt geht's. Es hat nur Zeit gebraucht wohl. Okay, dann sind wir. Oh, hier läuft schon was weg. Das heißt, ne, konfigurieren war schon da. Gütergebäude. Passt. Läuft nichts mehr weg und das gleiche wird wahrscheinlich hier passieren. Ja, da hat er zwar gerade abgeholt, aber ich glaube, wir können das trotz alledem auch dort konfigurieren. Da geht nicht, da geht. Passt schon. Gut, dann hat es doch noch hier Sinn und Verstand gekriegt. Hat nur gedauert. Jetzt ist die Frage, 403 fährt er jetzt hier hin, ja. Vielleicht wartet sogar was zum Mitnehmen hier. Das könnte sein. Hier oben ist nämlich was, oder? Ja, lass uns mal hier gucken. Das ist wahrscheinlich am einfachsten. Ja. Nee, er nimmt nichts mit. Okay, dann doch nicht. So, die haben ja ausgebaut. Level 2 ist schon zugange. Es fehlt definitiv an Kohle und Eisenerz ist da. Ja, das heißt, tendenziell neigt das ja dazu, diesen Zug da nochmal zu kopieren. Na, wo ist er jetzt? Hier. Fahrzeug verwalten. Fahrzeug klonen. So, und jetzt haben wir das Problem, wir haben den zwar geklont, aber wir haben keine zwei Gleise. Ne? Oder? Doch, haben wir doch. Wir waren schon fortschrittlich. Aber jetzt bringt der ja auch noch was dahin, oder? Weil hier ist ja überall jetzt viel. Der fährt gerade raus und es liegt noch 102. Der fährt hier nicht gerade, aber da liegt schon die Hälfte für einen Zug. Da ist er. Steht hier, wenn. Ah, lass mal fahren, hat anders jetzt gerade keinen Sinn. Fährt er hier ein? Fährt gleich wieder raus. Und der andere wartet er hier schon? Ah, der kommt da gerade. Ne, er hat nicht gewartet. Konnte so durchfahren, hat noch geklappt von der Zeit her. So ideal wäre jetzt, wenn er zum Beispiel hierhin fährt, weil da voll ist. Nee. Also eigentlich auch hier, er war gerade schon ausruhend sein, wandert was ab. Wo fährt er jetzt hin? Ich hoffe jetzt nicht ganz nach hinten. Das wäre auch schlecht, weil da ist am wenigsten wahrscheinlich. Obwohl 279. Ja, ein Hunderter fehlt, aber das kommt bestimmt mit der Zeit. Und hier wandert es ab. Das heißt, konfigurieren.
Wie viel geht jetzt hier? 820. Kommt aber schon ein Zug rein, der dann voll ist. Hier bleibt über. Noch ein halber Zug, okay. Ich glaube, da können wir erstmal mit leben, oder? Ah, hier kommen gerade die Fahrzeuge angefahren, die das hier abholen, ne? Ja, das wundert ab, weil... Hier, guck mal, da sind drei Eisenerz. Wo kommen die weg? Die können nur mit dem Zug hierher gekommen sein, denke ich. Irgendwer hatte hier schon eine Lieferung. Der ist es aber nicht. Wo ist der andere? Der muss hier unten irgendwo rumfahren. Da ist er. Nee. Geht gut, ne? So, jetzt halten wir an, damit wir den mal anhalten können. Hier ist aber jetzt nichts drin. Ne? Mhm. 6 Jahre und 11 Monate ist der alt. So, der liefert jetzt ab, oder? Ja. Kriegt er was mit, ist dann die Frage. Nö. Aber naja. Er ist voll. Wie viel ist noch am Bahndamm? Er wird gerade voll. Der ist nicht voll. Der ist auch nicht voll. Jetzt die Frage, wo er hinfährt hier. Ist jetzt die Frage, ne? Fährt hier hin. Lass uns mal den Fahrplan hier irgendwo ändern. Linie verwalten. Linie Abzweig ist hier. Vollladen einer Fracht. Das machen wir da jetzt. Weil dann sind sie schon ein bisschen getimed, glaube ich, oder? Dadurch. Okay, der eine fährt gerade rein. Ah, guck mal hier. Jetzt hat er hier 29 Eisenerz mit. Wir wissen, wo er jetzt hin. Auch 368 Kohle hat er auch mit. Okay, das wird dann spannend. Das liegt dann alles nachher hier. 500 hier drin. Und das wird hier gleich voll werden. Würde ich mal sagen, ne? Weil der bringt das ja jetzt hier hin und dann müsste das hier abgeladen werden, ne? Ja, so ist es. Gut, das bedeutet, jetzt muss hier definitiv was passieren. Konfigurieren. Güter. Da ging nicht, oder? Hier ist Güterplattform, Straßenzugang. Das ist irgendwie was anderes. Wie kriege ich das hin? So. Nicht wirklich, ne? Ich würde gerne das so irgendwie bauen. Wie kriege ich denn die Fläche dahin gebaut? Das steht hier nicht so, ne? Kriege ich mehrere Terminals? Nicht so wirklich, oder? Güterplattform. Ah, so geht's. So erweitere ich's. Okay, und dann kann ich hier noch die Hütten daneben stellen. Okay, das ist erstmal gut so. Die holen es ja auch gerade hiervon ab. Und da liegen nur 10 auf Linie 85, ist gerade weg. Also das hat jetzt gerade geklappt, soweit ich gesehen habe, ne?
Die sind hier bei 93%, das sieht gut aus. Hier liegen 295, das sieht gut aus. Da kommt hoffentlich bald dann der erste Zug. Da ist er schon. Dann wollen wir mal gucken, wie lange der da steht, was er lädt. So, er bringt ja schon mal was mit wieder. Lass mal gerade hier gucken. 289, es ist immer noch zu wenig da. So, er wartet jetzt hier eine ganze Weile wahrscheinlich, bis er geladen ist, oder? Hier müssen wir dann ausbauen, ne? Wartet er so lange bis voll? Gute Frage, ne? Könnte sein. Es wird auf jeden Fall die ganze Zeit geladen. Jetzt noch ein 100er, dann ist er leer. Ist er voll. 80. Jetzt fährt er. 410. Okay, aber wir wollen hier noch konfigurieren. Wir werden das Ding hier definitiv noch weiterbauen. Kann man das auch so weiterbauen? Naja. Bau das einfach mal so. Weil dann geht es vielleicht. Jetzt läuft hier noch nichts weg. Ne? Jetzt haben wir ein bisschen mehr Möglichkeiten hier. Ah, 10 LKWs sind da drauf. Ah, da kommt schon einer. Ja, okay. Wie viel kann der laden? 38 Tonnen oder was waren das? Ja. Okay, die sind natürlich so putz weg, ne? Kommt der nächste. Ich glaube, das wird schon. Hier fehlt es natürlich jetzt, ne? Ist die Frage, wann er dann kommt, der nächste Zug. Hier sind 319, da ist 100. Das ist jetzt nicht viel. Okay, der fährt jetzt hier rechts wahrscheinlich hin, weil er keine Ladung drin hat. Ich denke mal, er fährt hier hin dann, oder? Da fährt er natürlich jetzt durch. Also durch in dem Sinne, dass er gleich umdreht und sofort weiterfährt. Ja. Hat er jetzt 381, fehlt ein 100er. Aber da können wir mit leben, denke ich. So, er fährt nach links definitiv, weil er Ware hat. Das ist jetzt schon ordentlich, ne? Also die Rückfahrt bringt da schon was, weil er das da hochbringt noch. Haben wir denn hier noch irgendwo was, was wir anliefern könnten? Baumaterialfabrik. Steine. Die wären von hier. Nach da. Mit dem Zug kannst du es hier rüberfahren, ne? Weil hier werden ja die irgendwo auch hingebracht. Dann könnte man auch da rumfahren. Gut, würde ich sagen, machen wir in der nächsten Folge. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Falls ihr noch kein Abo habt, macht eins. Falls euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen hoch. Macht euch die Glocke an, kriegt damit, wenn ich das nächste Video hochlade. Gerne Kommentare schreiben und auch gerne das Video auf anderen Kanälen teilen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao.